Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken. Wie immer natürlich schön mit Eiswürfel. Ich bin ja so ein Freak. Ich trinke ja noch im Winter mit Eiswürfel meine Getränke. Ich glaube, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich so einen richtig coolen American Kühlschrank habe. Also so wie man sich diesen typischen amerikanischen Kühlschrank mit so zwei Flügeltüren und so vorstellt. Und ja, da haben wir wieder ein Datenfragment. Und das Geile ist halt an dem wirklich, der hat halt so eine Eisfunktion mit Crush-Eis und allem und so. Und dann ist es halt schon wirklich so, dass man da hingeht und sagt so, oh ja, das gefällt mir. Das nutze ich auch aus. Das nutze ich auch gerne aus. Und dementsprechend ist man da verleitet. Was muss ich mit euch machen? Muss ich euch schmeißen? Ich glaube, ich muss euch... Ah! Sieh mal einer an, ich muss euch schmeißen. Ich muss hier Michael Jordan spielen. Was hier ja niemand weiß, ich bin der deutsche Michael Jordan quasi. Ich bin das weißeste Weißbrot, aber ich bin so Jordan, das glaubt mir kein Schwein sonst. Größenwahn! Ja. Eher wohl Todeswahn. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier individuelle Thumbnails mache bei diesem Spiel. Ha, wozu den letzten Sprung machen, wenn man auch so das hinkriegt? Ja, was muss ich denn... Noch geschafft. Whoop. Da kriege ich das Ding, aber da will ich noch nicht hin. Ich will erst das Datenfragment hier mir sammeln. Und dann habe ich jetzt alle. Wup, wup. So, dann nehme ich dich mit. Und muss dich rüberschmeißen. Ah, wunderprächtig. Ja, komm. Au. Das hätte ich auch hier oben gegenschmeißen können, oder... Achso, hier gegen hätte ich es schmeißen können. Ja, ja. Egal, ich habe es geschafft. Juhu! Wieder unter 3 Minuten. Ich bin quasi schon halber Speedrunner. Kenmel P. schreibt, ich glaube, deine Überschrift hat auch einen Fehler. Mi polarisierende T... Achso, da fehlt ein T, denke ich mal. Ja? Nein, das ist... das ist Spanisch. Mi casa ist die casa oder wie heißt es? Ach, irgendwie, naja. Das ist gewollt gewesen. Natürlich ist es gewollt gewesen. Also, ich mache doch keine Fehler. Also, Kenmo. Kennst mich doch. Kennst mich doch. Ich weiß jetzt schon, welche Antwort gleich kommen wird. Verkneif sie dir. Ich weiß nämlich genau, was du sagen willst. Ich kenne dich. Kenmo, ich kenn dich. Was ein Brüller. Okay. Ich habe das komische Gefühl, dass ich gleich mal hier rüberhüpfen sollte, weil ich kann nur blau und rot mich färben, nicht grün. Dementsprechend denke ich mal, muss ich hier rüber. Oh, und die Laserstrahlen machen das auch kaputt. Hammer. Ach verdammt, dann hätte ich ja erst nach links gemusst, ne? Geronimo! Ja. So, dann aber jetzt. Komm schon, komm schon. Ich muss schnell rüber. Oh, hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft! Ihr habt's geschafft! Ich wette, ich muss damit hier... Ja, das... Das war dämlich. Ja, das war noch dämlicher. Zack. Habe ich es denn jetzt eigentlich...
Mikasa es Tsukasa oder so schreibt der Kenmo. Ja, genau. Genau das hatte ich damit sagen wollen. Sie haben es verstanden. Ich sehe schon. Sie haben es verstanden. So, da zwei Datenfragmente bis jetzt. Komm schon, komm schon. Aber die Polarisierung wechseln. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich. Ah, okay. Ich muss das mir holen, damit ich hier. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Solche Sprungdinger liebe ich ja. Die habe ich ja schon bei Portal geliebt. Und ich habe da schon das Datenfragment gesehen. Das ist irgendwo hier. Da haben wir es doch. Ja. Es entkommt mir nicht. Kacke. Kacke. Was muss ich denn hier machen? Okay, ich muss scheinbar hier. Oder? Muss ich hier? Ah, ich muss. Oh, cool. Nein! Nein! Ich habe kurz in den Chat rüber geguckt und bin deshalb nicht gerade gelaufen. Oh Gott. Und hui! Ich glaube, man kann doch mehrfach hüpfen. Ja, man kann doch tatsächlich beim Aufsetzen direkt hüpfen. Na, komm. Ist. Ist das runtergefallen? Das ist doch nie und nimmer runtergefallen. Wo ist denn das? Ich werde hier betrogen. Ich werde hier vom Spiel betrogen. Nein! Okay. Wir merken, ich werde gierig. Das ist doch hier gerade, ich werde vom Spiel betrogen. Ich habe den Klops nicht angefasst. So, und dann dahin und dahin und dahin und hui! Jetzt dürfen wir hier nochmal lang. Es. Leute, was war das denn jetzt? Das war ein Bug vom Feinsten. Aber sowas von. So ein übelster Bug. Das glaubt mir doch keiner. Uhu. Ja, Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft. In 5 Minuten. Oh Gott, ich werde schlechter. Ich werde langsam schlechter. Aber das, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich hätte mal vielleicht gucken sollen, wie viel Level uns hier eigentlich erwarten. Wo muss ich denn? Um Gottes Willen, wo muss ich denn hin damit? Wo muss ich denn? Oh. Oh. Ach du Scheiße, jetzt bewegt sich das. Um Gottes Willen. Die Dinger bewegen sich jetzt. Ach du heiliges Kanonenrohr. Und wie soll ich da hinkommen? Dafür muss ich da nach oben kommen, ne? Und wie. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Na gut. Wir schauen mal, dass wir das Beste machen. Ach, Mist. Aus der ganzen Situation. Ich versuche jetzt erstmal hier rüber zu springen. Wuhu! Guck mal, dann kann ich jetzt da das Tor aufmachen. Aber wenn ich gleich versuche, darüber zu springen, kann ich da die Energie sammeln.
und kann dann darüber springen, ne? Ha! So funktioniert das Ganze. So funktioniert das Ganze. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Oh Gott, noch geschafft. Und hier rüber. Und du bist auch mir. Wuhu! Jump, jump. Jumpstyle. Wir machen hier Jumpstyle. So, Kacke, jetzt muss ich mal gucken. Springe ich jetzt hier mit gerade? Oh Gott, sag mir bitte, ich springe damit halbwegs jetzt gerade. Oh, Kacke, ey. Jetzt muss ich ja quasi den Flug mit einberechnen. Habe ich es denn so halbwegs? Nein! Nein! Okay, ich muss jetzt schon rüberspringen. Und... Oh, geschafft. Nein, 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 nein. Ach du Kacke, ich muss da oben mit dem Ding hin. Ach du Kacke. Ich muss mit dem Ding da hochspringen. Oh, nein, das war doof. Stimmt ja, ich kann das doch in der Mitte platzieren, dann bewegt sich das nicht. Warum versuche ich es mit einem Timing-Sprung, statt das Ding einfach korrekt zu platzieren? Kann mir das jemand sagen? Warum habe ich es mit Timing versucht, wenn ich es platzieren kann? Steht es denn jetzt gut? Boah, das eine steht richtig gut, ne? So, okay. Nein! Ich hätte es fast geschafft. Fast hätte ich es geschafft. Ja! Jawoll! Oh Gott! Oh Gott, da ist es. Ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wup, wup. Nein! Das war nicht gewollt, dass ich hier sterbe. Okay, cool. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Wie kriege ich das Tor jetzt hier wieder weg? Ah, ich weiß, wie ich das Tor wieder wegkriege. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich muss einfach hier drauf drücken. Oh yeah. Und rüber und juhu. Aua, mein Kopf. Wetten, das denn wieder? Ja, es waren wieder 5 Minuten. Und was wetten wir, dass da irgendwo schon eine grüne ein grünes Datenfragment ist? 100 Pro ist da irgendwo schon ein grünes Datenfragment. Ich schwör's euch. Moment. So, da haben wir ein Datenfragment. Oh, Kacke. So, komm. Und Datenfragment. Und jetzt muss ich... Ich muss das hier, glaube ich, erstmal wegmachen. Weil ich brauche erstmal das Blaue. In der Zeit will ich mich mal umschauen, wo... Ah! Hier haben wir es. Alles klar. Es war doch nicht am Sturz. Es war doch nicht am Anfang mit dem Sturz. Na komm. Ah, blau darf durch blau, aber nicht durch rot. Coole Sache. So, und das... Na, komm. So. Und dann haben wir hier unseren Weg. Und das sind wieder nur 3 Minuten. Bunny-Sprung, Bunny-Hops. Oh, sogar 1,5 Minuten nur. Ja. Yeah.
So, hier ist nichts. Dann gehen wir mal los. Also ich finde, das ist schon... Ach, du grüne Leute. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Es macht mir mega Fun. Auch wenn die Story jetzt sehr... Also es ist jetzt nicht wie Portal. Also Portal erzählt schon eine coole Geschichte. Auch eine sehr witzige und charmante Geschichte. Und vor allem die Geschichte auch auf sehr witzige und charmante Art und Weise. Damit kann Polarity jetzt nicht aktuell mithalten, aber von den Mechaniken ist es schon auf einem ganz guten Weg. Es ist noch hier und da vielleicht ein bisschen zu einfach, wobei wir uns, glaube ich, jetzt auch noch am Anfang befinden. Ich kann ja mal nach diesem Level schauen, wie viele Level uns insgesamt erwarten. Das weiß ich nämlich nicht. Okay, das Ding kann ich noch nicht benutzen. Ich glaube, ich muss hier hinten lang und hier hochklettern. Ich kann gleich mal schauen, wie viele Rätsel uns insgesamt in diesem Spiel erwarten. Wie lange wir sozusagen dieses Spiel spielen. Upp. Und dann hier hin. Aber es macht auf jeden Fall mega Spaß. Und es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, definitiv. Von den Mechaniken her und so ist es sehr, sehr unterhaltsam. Und gefällt mir sehr. Ich muss nur immer ein bisschen Ausschau. Hier oben haben wir noch ein grünes, sehe ich gerade. Ist das hier irgendwo? Ne. Ah, ich muss blau hier rüber werfen. Super. Und dann brauche ich wahrscheinlich ein neues Rot. Nein!